Ein Haus steht aus verschiedenen einzelnen Bausteinen. Für jeden Normalen ist es ja nur das Bad und die Heizung. Aber um das funktionsfähig zu haben, sind hier sehr viele Bausteine gefragt. Und unsere Kundschaft, die wollen nicht nur das eine, die wollen so die Vielfalt haben. Sie müssen für die verschiedenen Kunden auf dem Markt alles bevorraten. Wir konsolidieren die Ware so, wie der Kunde es benötigt und liefern zu dem Zeitpunkt aus, wie er es denn auch braucht, in der Menge und in der Qualität und natürlich auch termingerecht. Die Frühschicht bearbeitet den ganzen Wareneingang, das heißt, alles, was an dem gleichen Tag kommt, vereinnahmt wird, kann auch am nächsten Tag für den Kunde schon ausgeliefert werden oder sogar mit der zweiten Tour an dem Tag. Das heißt, wir müssen hier sicherstellen, dass wir terminlich hier auch unsere Arbeit verrichten, das heißt, Wareneingänge schnellstmöglich verarbeitet werden, weil ja hier auch viel Geld hinten dran steckt. Aber es macht uns halt auch ein Stück weit schneller. Dienstleistung ist für uns sehr wichtig. Ich glaube, das Wissen über den Kunden, das ist erstmal das Entscheidende. Das heißt, aus dem Wissen gilt es dann abzuleiten, was man so an Dienstleistungen insbesondere dann auch bieten muss. Das heißt beispielsweise Logistikservice, die explizit dann auf das Bedürfnis vom Fachhandwerker abgestimmt sind. Ein tiefes, breites Sortiment, als aber auch die Beratungsqualität, die ist dann genauso entscheidend. Ich glaube, dass schon unsere Profikunden mit einer gewissen Erwartungshaltung kommen. Zugleich sollen auch unsere Mitarbeiter eine Erwartungshaltung an sich selbst haben, um somit dann auch den Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. In der Regel rufen wir zur Eigenverantwortlichkeit auf. Das heißt, das spüren auch früh unsere Auszubildenden schon in der Ausbildung. Und dann sind die Führungskräfte gefordert. Das heißt, wir möchten schon, dass unsere Führungskräfte den Mitarbeitern einen Rahmen geben, in dem sie selbstständig handeln können, zum Teil aber auch entscheiden und aber auch sich weiterentwickeln können. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Führungskräfte, dorthin gehend die Mitarbeiter in die Entwicklungen mitzunehmen, nah dabei zu sein. Und dann gelingt das auch. Wir haben eine relativ hohe Ausbildungsquote. Das tun wir aber sehr bewusst. Aber weil wir genau wissen, dass wir unsere Mitarbeiter selbstständig heranführen müssen, um genau diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Einen guten Ausbildungsbetrieb zeichnet aus, dass die Aufgaben während der Ausbildungszeit abwechslungsreich und vielseitig sein sollen. Durch unsere Weiterbildung und Förderung bieten wir gute Aufstiegsmöglichkeiten an. Bei der Fortbildung dürfen unsere Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit mit auf Messebesuche, das heißt, dass der Schüler und der Auszubildende sich untereinander austauschen können. Unsere Auszubildende fahren auf Werksbesuche und besuchen auch mal mit unseren Außendienstlern unsere Kunden. Wir bieten auch duales Studium an. In Kooperation mit der DHBW Moosbach und Mannheim bieten wir das Studium der BWL an. Köbig ist ein Produktionsverbindungshandel. Wir sind Baufachhandel und wir unterscheiden uns vom Baumarkt schlicht und einfach dadurch, dass wir die Präsentation der Produkte, wir sind hier in einem Baupark, in eine andere Form in den Vordergrund schieben. Wir wollen die Komplexität des Bauens für den privaten Anwender begreifbar machen. Wir sind ein Handelsunternehmen. Als Handelsunternehmen haben wir keine Produkte, die wir in der Fertigungslinie haben, sondern wir sind menschenbezogen und damit auch auf die Produktinnovation der Industrie angewiesen. Wir versuchen, Räume begreifbar zu machen, Träume zu visualisieren. Und da hilft ja auch die heutige digitale Welt mit den CAD-Systemen, die auch wir im Einsatz haben und als planerische Hilfe für den Endkunden und den privaten Häuslebauer genauso wie für den Architekten einsetzen. Wenn Sie sich ein Familienhaus oder Wohnung zulegen und die auch modernisieren oder renovieren wollen, dann wollen Sie wissen, wie sich das anfühlt. Und wir haben hier auf 2000 Quadratmeter im Inneren und 2000 Quadratmeter im Äußeren haben wir ganz, ganz viele Produkte und Anwendungen, die man anfühlen kann. Also auch in unserem Haus im Haus beispielsweise über Putze und Körnung, die in unterschiedlichen Ausprägungen da sind. Und insofern kannst du in der Tat hier das Bauen begreifbar machen und auch erleben. Familienunternehmen denken in Generationen, sie denken nicht in Wochen oder Monaten oder Quartalen. Wir suchen nicht den kurzen Profit, wir suchen langfristige Geschäftsbeziehungen zu unseren Partnern. Das ist das, was Familienunternehmen eigentlich überall auch in allen Branchen ausmacht. Mein großer Traum, das Unternehmen weiterzuentwickeln, die Generationen aufeinander zuzuführen, daran arbeiten zu lassen, dass dieses Unternehmen sich dem digitalen Zeitalter gewachsen sieht und die Transformation in eine neue Stufe des Handelns in den kommenden 10 Jahren gelingen möge. Ja.